meinen Sachen. Die Osse haben mich traf, sagte, dass jemand aus ihrer Truppe in diese Richtung lief. Ich sollte die Augen offen halten. Weg von dem Ding! Elende Aasgeier! Schätze, sie brauchen Unterstützung. Schau mal, ob es ihr gut geht. Ich habe keinen Platz. Was kommt in meinen Vorrat? Sehr gut. Der Draht zum Stachel ist noch intakt. Die Anlage geht noch. Bist du okay? Du hast die Maschinen besiegt. Danke. Aber du solltest jetzt gehen. Hier gibt es nichts zu sehen. Also diese Anlage. Sie empfängt Ton durch diesen Draht. Von dem Ding auf der Klippe, dem sogenannten Stachel. Aber die Nachricht ist unvollständig. Und du versuchst, sie komplett zu empfangen? Wie hast du all das rausgefunden? Ich habe unterwegs einiges gelernt. Wenn du willst, können wir darüber reden. Vielleicht kann ich helfen. Sieht aus, als würdest du was davon verstehen. Also dann. Leg los. Wie hast du die Nachricht zuerst gehört? Ich war Schmiedin oben im Anrecht. War kein leichtes Leben. Viel harte Arbeit, ohne was davon zu haben. Dann hörte ich eines Tages ein Flüstern von einem Stahlstab. So schwach wie der letzte Rauch aus einer erkaltenden Esse. Als ich den Stab bewegte, wurde das Flüstern lauter. Ich habe etwas gebastelt, die Anlage gebaut und folgte dem Geräusch, so gut es ging. Je westlicher ich kam, desto stärker wurde es. Dann fand ich den Stachel dort oben. Als ich meine Anlage anschloss, waren die Worte klarer denn je. Was ist das wohl für eine Nachricht? Ich weiß nicht. Sie hat etwas Trauriges. Wie ein Band zwischen zwei verlorenen Seelen. Ich wüsste gern, was sie bedeutet.
Imposante Anlage. Wie funktioniert sie? Naja, wie du gesagt hast, der Stachel da oben scheint den Ton einzufangen. Und dann kommt er durch den Draht in mein Gerät. Ich habe Spulen eingebaut und ein dünnes Metallblech, das vibriert und den Ton verstärkt. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber das tut es. Und du hast es hier aufgebaut? Ganz allein? Ich traue eigentlich niemandem. Was ich tue, mache ich meist alleine. Du bist keine normale Bastlerin. Ich war überhaupt keine Bastlerin. Eher Metallarbeiterin. Ich kam aus Hauptquell. Meine Schweißnähte sind so fein, dass man sie kaum sieht. Nicht, dass das jemals jemand anerkannt hätte. Weißt du, da oben muss man ein Mann sein, um weiterzukommen. Ich hatte mal die Chance, in einer der besten Schmieden im Anrecht zu arbeiten. Hab aber den Job nicht gekriegt. Mein eigener Bruder hat nicht für mich gestimmt, nur weil ich eine Frau bin. Wie auch immer, hier draußen muss ich mich immerhin nicht über herablassende Männer aus Hauptquell ärgern. Klingt, als wärst du noch sauer auf deinen Bruder. An manchen Tagen ja. An anderen vermisse ich ihn. Er lebt nicht mehr, deshalb. Er hatte nicht den Mumm, gegen den Strom zu schwimmen und für eine Frau zu stimmen. Nicht mal für seine Schwester. Das war feige. Das habe ich ihm gesagt. Ich habe ihm gesagt, er gehört nicht mehr zur Familie. Doch mit der Zeit habe ich das bereut. Er war kein schlechter Kerl. Er brachte mich zum Lachen, wenn er nicht so ein Rüpel war. Das mit ihm tut mir leid. Ja. Mir auch. Verdammt. Ich sehe mir den Stachel mal an. Vielleicht kann ich mehr von der Nachricht empfangen. Wie? Sagen wir, ich habe auch eine Anlage. Ich wusste nicht, dass Laura Bastler sind. Sind sie nicht, aber ich schon. Irgendwie. Bin gleich zurück. Okay, na gut. Schätze ich. Folge einfach dem Draht zum Stachel ganz oben. Und ich bitte dich, mach nichts kaputt. Ich sollte losklettern. Das muss ich hier lassen. Den ganzen Draht die Klippe hochzuwuchten. Der Stachel. Vielleicht ist der Empfang direkt daneben besser. Das Signal genau herkommt. Ich sollte der Bastlerin sagen, dass ich etwas mehr von der Nachricht habe. Das sollte eine gute Abkürzung sein. Der Sand zerkratzt meine Rüstung. Thank you.
Deine Anlage empfängt eine Nachricht aus der alten Welt. Eine Art Aufnahme. Das habe ich mir gedacht. Hast du etwas mehr gehört? Ein wenig. Sie wurde aufgezeichnet in einem schlimmen Krieg. Vielleicht klingt sie deshalb so traurig. Etwas daran erinnert mich an meinen Bruder. Möge seine Asche in der Schmiede warm bleiben. Ich weiß nicht genau, warum. Die Quelle kann ich immer noch nicht orten. Die Worte wurden stärker, als ich hierher kam. Und wenn du die Anlage bewegst, schau, ob du anderswo ein stärkeres Signal kriegst. Selbst wenn ich den Tenakt und Maschinen entginge, ich brauche den Stachel. Nichts empfängt die Worte besser. Okay. Eine Nachricht aus der alten Welt? Erfordert Methoden aus der alten Welt. Sie haben Signale lokalisiert, indem sie von 3 Punkten abgehört haben. Je höher, desto besser. Dann kombinierten sie die Informationen, um die Quelle zu finden. Und so etwas kannst du? Ich denke schon. Aber dein Stachel ist nur ein Punkt. Ich brauche noch 2, beide hoch oben. Im Tenak-Gebiet nördlich von hier ist ein großer heller Turm. Ja, das müsste gehen. Mir schwebt noch ein Ort vor, nahe meines, Lagers. Moment. Ich weiß gar nicht, wie du heißt. Und wieso du all das für jemanden tust, den du kaum kennst? Aloy. Und weil ich wissen will, was da draußen ist. Genau wie du. Silga. Wenn du es findest, Aloy, will ich gerne wissen, was es ist. Regana kam, um zu sehen. Was Neues von deinem Vater? Ja, eine Patrouille fand den zufällig von der Karte. Wir müssen gegen Regala zusammen. Möge deine Klinge scharf sein. Mögen die Zehen dich fühlen. Ich muss hochklettern und sehe das Signal suchen. Aber wo fange ich an? Stärke sei mit dir. Meine Kraft ist dein. Mögen unsere Klingen vereint sein. Eine Runde Streit spielen. Okay. Verachtet mich einfach nicht. Ich klettere nur ein bisschen. Um das Signal zu orten.
Sir. Fast geschafft. Okay. Mal sehen, ob ich Silkas Signal empfange. Dort 142. I'm entering the turn room. Vorratsabbau-Signal. Paul, ich bete, dass du diese... Nachricht. Noch mehr von der Nachricht, aber nicht genug, um die Quelle zu finden. Wenn ich auf den Berg bei meiner Basis klettere, müsste es klappen. Stärke sei mit dir. Du wolltest mit mir sprechen? Ich heiße Sokka. Kommst du aus dem Norden? Aus Blutzeichen? Soll das ein Ort sein? Eines der Wüstendörfer. Sie schicken ihr Ascheblut, damit Vireka unsere Soldaten kennzeichnen kann. Aber die letzte Lieferung ist lange her. Zu lang. Wenn du glaubst, dass etwas passiert ist, warum schickst du nicht jemanden hin? Das würde ich ja. Aber die Hauptstadt kämpft schon gegen Maschinen, Stürme und Wasserknappheit. Alle sind beschäftigt. Du hast gesagt, das Dorf aus dem Norden schickt Vorräte an die Hauptstadt. Ascheblut? Ein roter Stein, den wir für die Tinte zu Staub zermahlen. Blutzeichen hat die größten Vorräte. Unsere Soldaten liefern es uns im Austausch gegen ihre Wasserration. Farbe für Wasser. Wegen des Wassers sind alle im Clan von der Wunde im Sand abhängig. Die Hauptstadt und auch das abgelegene Dorf. Aber die letzte Lieferung kam vor vielen Wochen. Wir haben kaum noch Vorräte. Und sie kaum noch Wasser. Meine Gesichtsbemalung lehrt deine Feinde das Fürchten. Sieh dich um. Wenn ich dort langkomme, sehe ich nach dem Dorf und nach dem Problem dort. Ich danke dir. Geh nach Norden, dorthin, wo die Wüste auf die Berge trifft. Das ist Blutzeichen. Frag dort nach Kentok oder Natika. Die wissen, was los ist.
Die Maschine ist widerstandsfähig gegen Plasma. Zu empfangen.
solche Kletterei. Ich muss noch höher, um Silgas Signal orten zu können. Dieser Berg ist hoch. Ich bin offenbar nicht allein. Huh.